Mein Name ist Naomi Binder. Ich bin freiberufliche Geigerin, Bratschistin und jetzt bald auch das Ballerspielerin. Und ich freue mich sehr, dass ich hier mein neues Instrument kennenlernen darf. Ich habe vor 2 Jahren ein Video von Sergej Malow gesehen und das war so faszinierend, weil ich habe als Kind schon geträumt davon, Cello zu spielen und das habe ich nie geschafft, weil ich sehr eher eine kleine Person bin und ja, und dann dachte ich, das wäre wirklich eine tolle Gelegenheit, diese tiefen Töne spielen zu können. Als ich mich auf die Suche gemacht habe, dieses Instrument kennenzulernen und mir auch selber eins zu besorgen, habe ich lange nachgeguckt und bin natürlich dann bei Herrn Bardiauf gelandet, der ja sozusagen der Erfinder, der Wiederentdecker dieses Instruments ist. Und es war sehr spannend, ihn zu kontaktieren und er hat sehr, sehr freundlich geantwortet und wir haben sehr lange telefoniert dann auch bei einem Zoom-Meeting und weil es war ja damals Corona und trotzdem habe ich mich sehr verstanden gefühlt und es war ein sehr nettes Gespräch und ja, und dann habe ich mich eines Tages dann entschieden, diese Reise zu gehen und er hat mich sehr, sehr toll begleitet. Nach einer gefühlten halben Ewigkeit halte ich nun endlich dieses wunderschöne Instrument in der Hand. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, wie schnell ich dieses Instrument beherrschen werde, hoffentlich. Und, aber ich habe eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil es lässt sich wirklich sehr, sehr leicht spielen und eben auch für eine relativ kleine Person wie mich ist es möglich, sehr, sehr, einen sehr satten, schönen Klang zu spielen. Und ja, also ich kann es wirklich empfehlen, wenn jemand eine Idee hat, tiefere Töne als die Bratsche zu spielen und wirklich diese Vibration am Körper zu spüren, wenn man eine Saite streicht. Das ist wirklich eine wunderbare Sache.